Heute erlernst du den Kurveneffekt. Er gibt dir die Macht über Helligkeit und Kontrast und zur Farbkorrektur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Guru-Lektion, in der es um den Kurveneffekt geht. Und das ist ein Farbkorrektureffekt, der eigentlich der wichtigste Effekt in After Effects überhaupt ist, wenn man das denn so sagen kann. Und ich habe ja schon eine neue Komposition mit einem Videoclip erzeugt. Das habt ihr ja schon in vorigen Versionen gesehen, wie das funktioniert. Und darauf möchte ich jetzt den Kurveneffekt anwenden. Ich ziehe den jetzt direkt auf diese Ebene. Und erstmal passiert gar nichts, aber jetzt haben wir hier dieses Kurvendiagramm. Und wir sehen hier, da kann man einzelne Punkte anpacken und runterziehen. Oder das hier kann ich zum Beispiel raufziehen und das verändert unser Bild. Ich kann ja auch hier in der Mitte neue Punkte erzeugen. Ja, ich kann hier irgendwelche komplexen Kurvenverläufe sozusagen erzeugen. Und die verändern dann unser Bild. Und worum es jetzt eigentlich geht mir in diesem Tutorial ist, dass ihr diese Kurve versteht und wisst, wie ihr die anpassen müsst, um welchen Effekt in eurem Bild zu erreichen. Um das zu verstehen, ist es am einfachsten, sich das Ganze erstmal in Photoshop anzusehen. Da gibt es nämlich auch einen Kurveneffekt, der nennt sich da Graduationskurven. Und ich habe hier Photoshop schon einmal geöffnet. Und wenn wir da auf Bild, Korrekturen und dann Graduationskurven, seht ihr jetzt hier leider nicht, klicken, dann kriegen wir hier auch dieses Kurvendiagramm. Und was ich an der Photoshop-Version einfacher zu verstehen finde, ist, dass ihr da hier unten so einen Farbverlauf habt und hier auch. Und der sagt euch eigentlich, was diese Kurve hier aussagt. Diese Kurve sagt nämlich aus, was mit jedem Originalfarbwert des Bildes passieren soll, nachdem dieser Filter angewendet wurde. Also diese gerade Linie hier bedeutet, das hier ist jetzt unsere Eingabehelligkeiten, ja, ein ganz weißer Pixel soll, und jetzt gucken wir hier hoch und dann nach links, später auch vollkommen weiß sein. Und ein ganz schwarzer Pixel, also diese hier, gehen wir hoch zur Linie und dann nach links, soll ganz schwarz bleiben. Und wenn ich zum Beispiel wissen will, wie so ein 50% Graupixel, was aus dem werden soll, gehe ich hier hoch, komme zu meiner Linie, und der wird dann auch zu einem 50% Graupixel. Das heißt, diese gerade Linie bildet jeden Ursprungspixel auf den exakt gleichen Farbwert im Resultat ab. Deswegen passiert hier gar nichts. Ja? Was passiert jetzt, wenn ich dieses Bild runterziehe, wenn ich diesen Punkt hier runterziehe? Ihr seht hier, das Bild wird dunkler. Ja? Ich gehe nochmal hoch, Bild original hell. Ich ziehe das runter. Jetzt wird das Bild insgesamt dunkler. Und das ist, weil diese Kurve jetzt dem Effekt sagt, ein komplett weißer Pixel, ich gehe hier hoch bis zu meiner Linie und gehe nach links, soll jetzt hier so ein mittelgrauer Wert werden. Ja, das heißt, so ganz helle weiße Pixel, solche Pixel gibt es im Endresultat gar nicht, weil super weiß wird zu im Endresultat hier so mittelgrau. Ja, und wenn ich hier so einen mittelgrauen Wert im Originalbild habe, dann gehe ich hier hin und nach links, dann sehe ich, okay, der wird dunkler im Resultat. Ja, das heißt, schwarz, ganz dunkel, bleibt hier weiterhin schwarz, aber weiß wird zu irgendwas mittelgrauem und so mittelgraue Werte werden noch dunklere Grautöne. Ja, das heißt, wenn ich das hier rauf und runter schiebe, mache ich das Bild hier insgesamt dunkler. Genauso kann ich natürlich jetzt auch das Schwarz verändern und kann sagen, ein Schwarz im Originalwert soll zu einem hellgrau werden. Ja, das heißt so viel wie das Originalbild hat überhaupt keine, das resultierende Bild hat überhaupt keine dunkleren Töne mehr als das hier. Ja. Okay, das ist jetzt, was diese Kurve hier allgemein bringt, wenn man nur die Endpunkte verzerrt. Jetzt will man in der Regel ja, dass das Bild nach der Veränderung immer noch ein ganz schwarz und ein ganz weiß hat. Ja. Und das heißt, man kann jetzt auch sowas machen, wie sagen, na, wir ziehen jetzt hier den Mittelpunkt rauf und runter. Ja. Das führt dazu, dass das Bild heller wird, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch ganz dunkle Bereiche im Bild. Ja. Das heißt, schwarz bleibt weiterhin schwarz, weiß bleibt weiterhin weiß, aber so ein mittleres Grau wird jetzt ein etwas helleres Grau. Oder wenn ich das runterziehe,
heißt das, insgesamt wird das Bild dunkel, aber es werden trotzdem noch ganz helle, ganz weiß bleibt weiterhin ganz weiß. Ja, man sieht hier also, das Bild wird insgesamt sehr dunkel, aber zum Beispiel die helle Maske hier bleibt weiterhin sehr hell. Ja? Okay, das heißt, wenn man ein Bild aufhellen oder abdunkeln will, ist es in der Regel netter, wirklich nicht diesen Anfangs- oder Endpunkt rauf und runter zu ziehen, sondern hier in der Mitte einen Punkt oder je nachdem, wie fein man das einstellen will, vielleicht auch zwei zu erzeugen, weil man damit halt den kompletten Dynamikumfang des Bildes beibehält. Ja, das heißt, es wird nicht sozusagen vermatscht, sondern es gibt immer noch sehr helle und sehr dunkle Bereiche, aber die Grundtendenz ist, dass alle Pixel etwas dunkler werden. Wir können das auch nochmal zeigen, wenn ich stattdessen jetzt, ich nehme diesen Punkt mal und ziehe den hier raus, dann verschwindet der. Wenn ich das hier runterziehe und das hier rauf, ja, dann ist das Bild insgesamt sehr blass geworden. Ja, es ist nicht grundsätzlich heller oder dunkler geworden, sondern nur insgesamt blasser. Und das liegt daran, dass ich hier jetzt sozusagen, ja, ein ganz schwarz wird hier auf ein dunkles Grau abgebildet und ein ganz weiß wird auf ein hellgrau abgebildet und das komplette Resultat bewegt sich sozusagen nur noch in diesem Bereich, ja, zwischen diesem Grauwert und diesem Grauwert. Und was ganz Helles und was ganz Dunkles gibt es jetzt nicht. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwie meinen Kontrast reduzieren will, kann ich das so zusammenschieben. Oft will ich ja das Gegenteil, ja, ich möchte möglichst kontrastreiche, lebendig wirkende Bilder, damit kann ich das so auseinanderziehen. Und jetzt die Frage, wie kriege ich denn noch mehr Kontrast, als ich mit dieser geraden Linie ja schon habe? Also in der Regel will ich ja mehr Kontrast und nicht weniger. Und man kann jetzt natürlich diese Linie nicht noch weiter raufziehen. Ja, man kann nicht sagen, weiß soll bitte noch weißer werden, als eben ein volles Weiß schon ist. Und schwarz kann auch nicht schwarzer werden, als es schon ist. Trotzdem möchte ich sozusagen mehr Unterschied zwischen den ganz hellen und den ganz dunklen Bereichen. Und wie ich das hinkriege, ist, wenn ich so eine Art S-Kurve mir mache. Also ich sage jetzt zum Beispiel hier die hellen Bereiche, ja, also was vorher so im hellen Bereich war, soll bitte noch ein bisschen heller werden. Also es soll nicht hier auf den gleichen Bereich gehen, sondern ich schiebe das ein bisschen hier rauf. Ja, also ich schiebe das hier ein Stück rauf, helle Bereiche bitte heller. Aber ich will nicht, dass das Gesamtbild heller wird, sondern ich sage jetzt gleichzeitig bitte aber die dunklen Bereiche auch etwas dunkler. Ja, und so sorge ich jetzt dafür, dass ich von dem Grundeindruck nicht heller oder dunkler geworden bin, aber mehr Kontrast bekommen habe. Und genauso kann ich auch weniger Kontrast kriegen, ohne jetzt auf ganz helle und ganz dunkle Bildbereiche verzichten zu müssen, indem ich diese S-Kurve genau umgekehrt mache. Ja. So sehen wir jetzt, habe ich einen deutlich blasseren Gesamtbildeindruck, ja, und weniger Kontrast, als ich vorher hatte. Okay, das heißt, grundsätzlich nochmal S-Kurve gleich Kontrast erhöhen. Je stärkeres S, desto mehr Kontrast. Ja. Und Bild dunkler oder heller machen kann ich im Prinzip dadurch, dass ich hier die Enden rauf und runter schiebe oder eben hier nur einen Teil anhebe, was im Grunde die bessere Alternative ist, als es rauf oder runter zu schieben, weil ich dann, wie gesagt, Dynamikumfang verliere. Das Ganze ist jetzt ja nur auf Schwarz und Weiß, also das heißt nur auf Grauwerten hier gewesen. Ja? Wir gehen jetzt nochmal zurück nach After Effects, weil ich euch jetzt zeigen möchte, dass man hier nicht nur allgemein die Helligkeit des Bilds verändern kann mit dieser Kurve. Ja? Also hier ist, wie gesagt, im Grunde alles genauso. Also so eine S-Kurve, mehr Kontrast. So eine entgegengesetzte S-Kurve, weniger Kontrast und so weiter, sondern man kann das Ganze jetzt tatsächlich auch zur Farbkorrektur benutzen, indem man nicht für das gesamte Bild, was sich ja aus Rot, Grün und Blau zusammensetzt, das macht. Ich ziehe die Punkte nochmal raus, dass sie verschwinden. Ja, jetzt sind wir wieder bei unserem Originalbild, sondern ich kann das jetzt auch für einzelne Kanäle tun. Also ich kann jetzt sowas sagen wie der Grünkanal, der soll jetzt etwas intensiver werden. Also das heißt, Grün möchte ich heller machen, ja, Grün mehr sichtbar. Jetzt sehen wir, wird das ganze Bild etwas grüner hier. Und dann würde ich zum Beispiel den Blaukanal vielleicht etwas rausziehen. Dann ziehe ich den hier etwas runter. Jetzt sehen wir, geht das Ganze ins Gelbliche, weil ich weniger Blau dabei habe. Ja, und so kann man also Stück für Stück diese Kurven auch für die einzelnen Kanäle anpassen.
Wenn ich hier zurück ändere, sehen wir jetzt, wir haben jetzt also für jeden dieser Kanäle eine eigene Kurve. Und da kann man dann also nett solche Geschichten machen, wie zum Beispiel sagen, naja, blau soll jetzt aber vor allem in den dunklen Bereichen da sein. Ja, dann ziehe ich das hier so rauf, sage in den dunklen Bereichen bitte viel blau, in den hellen Bereichen bitte wenig blau und so weiter. Und so kann man dann sein Bild nicht nur vom Kontrast und der Helligkeit, sondern auch von den Farben her ganz individuell anpassen. So, das war schon diese kurze Guru-Lektion über den Kurveneffekt. Und ich hoffe, dass ihr jetzt etwas besser versteht, wofür diese Grafik hier oder diese Linie hier da ist und wie man die interpretiert. Und natürlich hoffe ich, dass ihr in der nächsten Guru-Lektion wieder dabei seid.